Ja, hallo meine Lieben, die Psyche, die Seele, die mentale Einstellung gehört genauso zum Leben, zur Gesundheit wie bewusste Ernährung und natürliche Wirkmittel für die Gesundheit und eben auch Nahrungsergänzungen für die Gesundheit. Warum viele Menschen, einschließlich einer meiner, also mir, doch immer wieder von Ärger mit sich, Unzufriedenheit, von nicht zufrieden sein mit dem, was gerade ist, mit aus der Haut fahren so richtig und womöglich auch einer gewissen Erfolglosigkeit beim Erreichen wollen von Zielen und Herzensangelegenheiten begleitet werden. Wieso wir oft so feststecken und immer wieder auf dieselben Muster reinfallen und wie du vor allem diese Muster und Verhaltensweisen änderst, das erfährst du natürlich, wie du weißt, wie immer nach dem Intro. Ja, grundsätzlich gibt es Glaubenssätze, welche uns im Leben weiterbringen und es gibt welche, die uns immer wieder scheitern lassen, sogenannte negative Glaubenssätze, die uns immer wieder zeigen, dass wir offensichtlich nicht am richtigen Weg sind, die uns zeigen, dass wir nicht das tun, was zu tun wäre. Und ich muss nur sagen, in meiner jahrelangen Arbeit mit Menschen habe ich immer wieder beobachte ich immer wieder noch, ja, dass diese Menschen, auch wenn sie sehr, sehr oft die Erfahrung machen, dass sie mit ihrer Strategie, mit ihrer Vorgehensweise einfach nicht ans Ziel kommen, dann aber kaum bereit sind, etwas an ihrer Vorgehensweise zu ändern. Ich nenne das ganz einfach, schwimmen lernen wollen, ohne nass werden zu wollen. Ihr könnt euch vorstellen, dass das einfach nicht funktioniert. Aus meiner Sicht ist dieser Ausdruck Glaubenssätze sowieso nicht ganz so glücklich gewählt, da es nicht eine Frage des Glaubens ist, denke ich, sondern eher eine Frage der Überzeugung und des Vertrauens. Also würde Vertrauens- und Glaubenssätze wohl besser passen. Die meisten Menschen, auch ich, können unsere Überzeugungen oft sehr, sehr schwer bis gar nicht loslassen, auch wenn sie, wie gesagt, schon gar nicht funktionieren. Die Frage ist dann einfach, warum ist das so? Ja, wenn Dinge so logisch wären, warum halten wir an diesen Überzeugungen, an diesen Glaubenssätzen so fest? Weil eben diese Überzeugungen von Geburt an und vor allem in den ersten Lebensjahren sich so geprägt haben. Ja, diese Prägungen sind sehr, sehr tiefgreifend, weil sie eben in dieser Zeit passiert, in dieser frühkindlichen Zeit passiert sind, wo wir viel, viel lernen haben müssen, wo wir sehr, sehr empfänglich einfach für Prägungen waren, weil wir eben auf Lernen ausgerichtet waren. Und wenn wir viel lernen, dann prägt sich einfach auch viel. Ob das jetzt nun positive oder negative Dinge sind, die prägen sich, weil wir einfach es so gelernt haben, gesehen haben und daran glauben. Und diese Überzeugungen lassen sich dann nicht einfach auslöschen, ja, einfach zu sagen, okay, das musst du dir nur ausreden oder was auch immer. Viele Menschen, so auch ein gewisser Dr. Murphy, den ich vor 35 Jahren sehr, sehr viel gelesen habe, die meinen, dass sie mit normaler Affirmation, mit sogenannter Autosuggestion alte Muster überschreiben können, ja. Das funktioniert nur leider so einfach nicht. Wenn jemand kaum oder kein Geld hat, dann wird es ihm nichts nützen. Das ist meine Überzeugung, hat zumindest auch bei mir nicht wirklich geholfen, wenn der sich einfach nur täglich einredet, ich bin reich, ich habe Geld, ja. So einfach lässt sich unser Gehirn einfach nicht austricksen. Das Gehirn selber sagt sich, na, jetzt habe ich mir meine Prägungen auf die verschiedenste und komplexeste Art und Weise eingeprägt. Jetzt brauchst du nicht einfach zu glauben, na, einfach nur ein paar Mal, ich habe Geld, ich lebe in Fülle, ich habe Geld, aufzusagen, ja, und dann passt das schon. Nein, so funktioniert das ganz einfach nicht. Das Gehirn oder besser gesagt der Verstand will seine Gewohnheiten nicht einfach so aufgeben, ja. Neues ist für den Verstand ein Gräuel. Es soll alles so bleiben, wie es ist, denn das bedeutet dann für den Verstand Sicherheit, ja, und Sicherheit ist dem Verstand das Wichtigste, ja. Wenn du zum Beispiel den Glaubenssatz hast, ich werde nie Geld in Fülle haben, oder Geld stinkt, oder Geld verdirbt den Charakter, dann haben sich einfach diese Glaubenssätze nicht einfach mal so gebildet, weil unsere Eltern das verbal uns einfach einmal ein paar Mal vorgesagt haben. Zum Teil wird das natürlich auch mitwirken. Mein Vater hat hin und wieder gesagt, dass nur die sogenannten Besseren mehr Geld
haben, mehr Geld verdienen. Mein Vater hat sich sozusagen nicht zu den Besseren gezählt, logischerweise zu den Schlechteren, und deswegen auch kein Verdienst, hier mehr Geld zu haben. Ja, und diese Aussagen alleine hätten nicht gereicht, um meinen Überzeugungssatz oder meine Überzeugungssätze über Geld in mir so fest zu verankern. Ja, mein Vater hat auch danach gehandelt, er hat es vorgelebt, ja, kein Geld zu verdienen, kein Geld haben zu dürfen. Ja. Mein Vater hat sich natürlich auch unbewusst minderwertig gefühlt. Das wird natürlich an Kinder weitergegeben. Er hat nie versucht, etwas mehr aus sich zu machen. Ja. Meine Eltern haben sich kaum etwas gegönnt, haben auch uns Kindern, sie haben uns schon versorgt. Ja, ich liebe meine Eltern, nicht falsch verstehen. Aber ich habe immer zu Weihnachten das geschenkt bekommen, das ich so in dieser Form einfach nicht vom Herzen nicht wollte. Und so ist das halt weitergegangen. Und diese Verhaltensweisen, die in vielfacher Weise einfach jahrelang Tag ein Tag aus passiert sind, haben in mir viele, viele Glaubenssätze, vor allem auch negative Glaubenssätze, vor allem auch zu Geld, fest verankert und geprägt. Unser Gehirn wurde mit vielen negativen Situationen, mit vielen negativen Aussagen eben einfach dazu gebracht, negative Glaubenssätze zu kreieren, und deshalb müssen wir auch unser Gehirn unser Gehirn kreativ damit beschäftigen, neue positive Glaubenssätze und Überzeugungen zu prägen. Wie gesagt, ich habe viel Geld, bringt unser Gehirn nicht vorm Ofen hervor. Wir müssen unserem Gehirn Fragen stellen, damit es angeregt wird, kreativ zu werden, um neue Glaubenssätze zu verfestigen. Und so habe ich einfach auch entdeckt, dass es gut ist, unserem Gehirn Warum-Sätze, also Fragesätze zu stellen, ja, wie zum Beispiel, warum habe ich viel Geld? Ja, warum bin ich ein erfolgreicher YouTuber? Warum sollte das Jahr 2020 erfolgreich für mich werden? Ja, das ist wichtig, solche Fragen zu stellen. Unser Gehirn wird dazu angeregt, darüber nachzudenken, warum ich viel Geld haben sollte. Ich habe viel Geld, ich werde reich oder ich bin reich, reagiert das Gehirn mit so ein Blödsinn. Ja, wir haben ja nicht viel Geld. Ja, das Gehirn wird hier negativ reagieren. Ja, bei solch normalen Aussagen ist das Gehirn sofort mit einer Aussage oder eben einer Verneinung am Start. Warum? Es kennt ja nichts anderes, außer eben wenig oder kein Geld zu haben. Warum sollte es da plötzlich dran glauben? Das kann man nicht einfach so überschreiben. Ja? Anstatt zu sagen, ich vertraue dem Leben oder ich nehme ab, ja, sollte ich sagen, warum sollte ich dem Leben vertrauen? Warum sollte ich abnehmen? Merkst du hier den Unterschied? Bei ersterem muss einfach nur Misstrauen kommen. Ja, ich habe Geld, ich nehme ab. Da muss einfach nur Misstrauen kommen, weil es ja noch nie funktioniert hat. Ja, es einfach nur ständig zu wiederholen, ist eben dann wie ein Krebsgeschwür, auf ein Krebsgeschwür eben Zuckerguss drauf zu schmieren. Also stell eine Warum-Frage. Warum sollte ich dem Leben vertrauen? Warum sollte ich abnehmen? Warum sollte ich Geld in Fülle haben? Warum sollte ich gesund sein? Das Gehirn fängt an nachzudenken und die Antworten, die kommen dann. Ja, umso öfter wir uns diese Fragen stellen, warum sollte ich Geld haben, warum sollte ich abnehmen, warum sollte ich gesund sein, umso klarer werden die Antworten kommen. Ja, die kommen immer wieder. Du musst dich nicht angestrengt 5 Minuten hinsetzen und antworten, sondern die kommen. Stell einfach Fragen und Antworten kommen von ganz alleine. Ja, das kann sich auf längere Zeit einfach auch hinziehen. Du programmierst dich nicht damit um, indem du dir einfach nur das Gegenteil von dem sagst, was du nicht mehr möchtest, sondern indem du das Gehirn anregst, viele Antworten zu geben. Probiere es einfach mal aus. Schreibe dir einfach mal all deine negativen Glaubenssätze auf. Schreib sie in ein Buch hinein, ja, und lass dir Zeit. Das können wirklich, wirklich viele, viele Glaubenssätze sein. Lass dir die Zeit, erforsche deine negativen Grundmuster. Das geht auch nicht in einem Tag, nicht in einer Woche. Das ist im Endeffekt eine längere Aufgabe. Schreib sie aber auf, wie im Beispiel Geld haben nur die besseren Menschen. Habe ich mir schon oft aufgeschrieben. Geld haben nur bessere Menschen. Ist also der negative Glaubenssatz, ja. Und bei mir zumindest, probiere einfach, indem du es in eine Warum-Frage umformulierst. In dem Falle kann man sagen, warum sollte auch ich ausreichend Geld haben? Ja? Das Gehirn fängt schon an, Antworten zu kreieren, und diese werden, wie schon gesagt, kommen. Warum sollte
ich abnehmen? Warum sollte ich gesund sein? Das Gehirn sucht nach Antworten. Wenn du jetzt vielleicht glaubst, dass du eh so positiv drauf bist und keine negativen Glaubenssätze hast, dann kann das schon stimmen. Ja, dann bist du wirklich gesegnet. Oder du schaust vielleicht einfach mal ganz, ganz ehrlich bei dir nach, wie es denn sein kann, dass du dann doch immer wieder mal dich über dich ärgerst, wenn was nicht funktioniert, aber schon wieder funktioniert es, schon wieder geht irgendwas nicht, habe schon wieder mein Ziel erreicht oder ma, das darf doch nicht wahr sein. Also wir merken meistens, dass wir negative Glaubenssätze haben, wenn wir uns über was ärgern, wenn wir Stress haben, ja, dann musst du wirklich aufpassen und mal schauen, wie ist es, wie reagierst du auf stressige Situationen. Dann merken wir meistens unsere negativen Glaubenssätze. Ja, das merke ich, wenn ich auf mein Konto schaue, denke mal, das darf ja nicht wahr sein, schon wieder so viel Geld weg oder kein Star, es gibt es ja nicht, ich werde sowieso nie genügend haben. Ja, da wird man immer wieder, gerade im Stress, wird man auf seine negativen Muster draufkommen. Ja. Es ist einfach ganz, ganz wichtig, was ich mir einfach auch wirklich vorgenommen habe und ich schon eine Zeit lang wirklich auch dann so praktiziere. Früher habe ich mich immer unglaublich geärgert, wenn was nicht funktioniert hat, bin so ganz schnell in so einen Ärger hineingekommen. Ma, das darf doch nicht wahr sein, ich bin vielleicht Idiot, ma, ich werde das ja sowieso nie können. Ich habe einfach aufgehört damit. Ja? Ich habe irgendwann aufgehört damit und gesagt, okay, ich lasse es jetzt einfach so, wie es ist. Ich ärgere mich nicht mehr selber. Ich hau mir nicht noch selber noch eine drauf, indem ich mich ärgere, was ich denn nur für ein Idiot bin, weil ich das wieder nicht machen habe können, warum das wieder nicht funktioniert oder ich es einfach nicht schaffe, mir endlich doch mal einen anständigen Computer zu kaufen. Damit habe ich aufgehört. Ich beobachte einfach nur noch. Es ist nämlich viel, viel schlimmer und es verstärkt sich alles wesentlich mehr, wenn wir uns dann über uns selber noch ärgern, weil die Dinge nicht funktionieren. Da entsteht so eine Negativspirale und viele Menschen, die dann einfach irgendwie sagen, ja, bei mir funktioniert das einfach nicht. Ich werde nie Geld haben, ich werde nie abnehmen, ich werde nie wirklich richtig gesund sein. Da ist es halt wirklich einfach so, weil man sich wirklich nicht diese Warum-Fragen stellen, sondern einfach irgendwann einmal ärgert, dass es einfach nicht funktioniert. Man ärgert sich und ärgert sich und ärgert sich und irgendwann ist man frustriert und hat einfach auch keine Lust mehr. Wenn etwas in deinem Leben nicht so läuft, wie du es dir vorstellst, dann frage dich, welche negativen Glaubenssätze dahinter stecken könnten, die immer wieder dafür sorgen, dass du privat bzw. beruflich einfach nicht glücklich wärst. Das wäre wohl ein ganz wichtiger Schlüssel zum Glück. Warum sollte ich ausreichend Geld haben? Warum sollte ich in meiner Beziehung glücklich sein? Warum sollte ich vertrauen? Warum sollte ich abnehmen, gesund sein? Und so weiter und so fort. In diesem Sinne, ja, meine Lieben, das ist jetzt, glaube ich, zu dem Thema einfach echt mal genug. Bleibt auf jeden Fall dran, probiert es aus. Erforscht eure negativen Glaubenssätze, wandelt diese in Warum-Fragen um und macht das tagtäglich, nicht nur mal 2 Tage oder nur mal zwei Wochen oder 3, sondern hier ist es ganz individuell, wie stark und geprägt dieser Glaubenssatz halt einfach ist, umso länger sollte man es machen, aber das macht dann auch irgendwann mal Spaß, weil man sich ja in Wahrheit auch mit Lösungen, mit seiner Zukunft beschäftigt, in dem Ding, in dem man fragt, warum sollte ich glücklich sein, warum sollte ich Geld haben und sich dann eben Antworten kommen, die eben dann für Lösungen sorgen werden. Ja, meine Lieben, ich hoffe, auch diese Art von Video gefällt euch, könnt was damit anfangen. Ich finde es ganz, ganz wichtig, auch in der Frage der Gesundheit, warum sollte ich gesund sein? Viele Menschen sind gar nicht offen für Gesundheit, da helfen auch dann Nahrungsergänzungsmittel und andere Mittel ganz, ganz wenig. Ja, in dem Sinne alles, alles Liebe. Lasst mir einen oder mehrere Daumen hoch da, wie es geht. Abonniert natürlich den Kanal und drückt die Glocke, damit du über jedes Video, das neu hochgeladen wird, informiert werdet. Schaut auf meine Homepage bewusstgesund.geo6lebensmutter.at. Da gibt es auch viele andere Informationen zu Gesundheitsfragen, beziehungsweise hier findest du auch viele, viele Produkte, die ich ganz, ganz persönlich empfehle. In dem Sinne, bleibt gesund. Wenn es noch nicht seid, dann werdet es auf jeden Fall, weil das ist das Wichtigste. Wir sehen uns beim nächsten Video. Baba, ciao, tschüss und servus, euer Geo.